Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ein herbstliches Landhausschild für eure Herbstdeko gestalten könnt. Für unsere selbstgemachte Herbstdeko habe ich mir im Bastelgeschäft für 2 Euro ein leeres Holzschild gekauft. Dieses wollen wir nun zusammen gestalten. Als erstes habe ich mir ein Wunschmotiv überlegt und dieses dann mit Bleistift auf ein Blatt Papier vorgemalt. Mein Motiv soll ein herbstlicher Kürbistruck werden. Als erstes habe ich mein Motiv dann ausgeschnitten und habe das Motiv dann quasi als Schablone benutzt, um das Ganze auf meinem Holz zu übertragen. Als nächstes habe ich meinem Truck noch viele kleine Details, wie zum Beispiel Türen, Türgriffe, Fenster, Reifen und auch in der Ladefläche 2 herbstliche Kürbisse vorgemalt. Wenn ihr das Ganze nämlich vorzeichnet, fällt euch der nächste Schritt, das Anmalen eures Schildes, gleich viel leichter. Als erstes habe ich damit angefangen, meinen Truck anzumalen. Als Farbe für unser ganzes gesamtes Bild bzw. unser Schild habe ich Acrylfarbe gewählt, weil diese einfach zu verarbeiten ist und auch auf Holz sehr gut hält. Für den Truck habe ich jetzt wie gesagt rote Farbe verwendet, aber da könnt ihr natürlich auch eurer Kreativität freien Lauf lassen und euch eine Farbe aussuchen, die euch am besten gefällt. Danach habe ich dann die Reifen gemalt. Diese habe ich die äußeren Reifen einfach mit schwarzer Acrylfarbe vorsichtig aufgemalt und danach habe ich das Innere sowie echte Felgen in einem Grauton angemalt. Diesen habe ich mir ebenfalls gemischt, einfach aus schwarzer und weißer Acrylfarbe, bis ich ungefähr den Ton hatte, der mir dann gefallen hat. Danach habe ich auf unserem Truck noch einen kleinen Griff angemalt mit schwarzer Acrylfarbe und danach habe ich auch noch Türen gemalt. Also habe einfach die Tür quasi den Rahmen von dem Fenster noch ein bisschen verlängert. Danach habe ich dann auch schon angefangen, unsere Kürbisse auszumalen. Diese habe ich dann ganz einfach mit orangener Acrylfarbe erstmal den Körper ausgemalt. Und danach habe ich mir noch ein Gemisch zusammengemischt aus Orange und Rot und habe die Rillen, also die Rillen, die dazwischen sind, quasi zwischen den einzelnen Kürbisfurchen, noch mit einem etwas dunkleren Ton noch ein bisschen nachgemalt. Und das Fenster habe ich dann ebenfalls noch in so einem Blau-Grauton angemalt. Und dann ganz zum Schluss habe ich noch meinem Kürbis mit etwas grüner Farbe noch einen kleinen Stiel gemalt. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Dann habe ich mir jetzt nur noch so einen pastellfarbenen Gelbton ausgesucht. Den habe ich mir nicht angemischt, da hatte ich die Farbe schon und habe einfach den Hintergrund von dem gesamten Schild damit einfach ausgefüllt. Danach habe ich das Ganze dann erstmal gut trocknen lassen und dann hatte ich noch solche kleinen Buchstabenschablonen. Diese habe ich mir dann einfach über dem Truck quasi oben auf das Schild raufgelegt und bin dann einfach nochmal in meine schwarze Acrylfarbe reingegangen. Braun würde sich dafür jetzt auch super eignen und bin dann einfach meine Buchstabenschablonen Stückchen für Stückchen einfach nachgegangen und habe mir das Wort Herbst quasi dadurch aufgestempelt. Bei der schwarzen Farbe müsst ihr ein bisschen aufpassen mit dem Pinsel, dass das Ganze nicht verläuft. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil es eh so einen Vintage-Stil haben sollte. Aber wenn ihr das wirklich scharfkantig haben möchtet, wäre das Ganze vielleicht mit einem kleinen Schwamm besser aufzutragen, damit die Farbe nicht so sehr verläuft. Dann habe ich meine Schablonen auf jeden Fall dann erstmal abgezogen. Und mir gefällt das Ganze jetzt auch schon wirklich richtig gut. Ich finde, das Endergebnis ist jetzt schon mal richtig toll geworden. Aber wir wollen unser Schild ja noch in ein richtiges Vintage-Schild verwandeln. Und dafür wollen wir dem Ganzen noch so einen kleinen Used-Look verpassen. Und da habe ich mir jetzt einfach so einen kleinen Schwamm zurechtgeschnitten, so einen ganz normalen Haushaltsschwamm. Bin dann in meine braune Acrylfarbe reingegangen und habe mir eine kleine Serviette genommen, wo ich die Farbe dann wirklich gut abgestriffen habe, sodass der Schwamm richtig trocken wird.
und man quasi dem Holz dann so einen kleinen Vintage-Stil verpassen kann, indem man das Holz quasi so ein bisschen bearbeitet. Wenn man dann nämlich mit dem Schwamm so rüber geht, sieht das Ganze so ein kleines bisschen used aus, also benutzt aus. Und wenn man dann wirklich wenig Farbe benutzt, dann sieht das Ganze, finde ich, am schönsten aus. Und dann bin ich einfach immer weiter mit meinem kleinen Schwämmchen über das Schild rübergegangen und habe den ganzen einzelnen Teilen vom Schild, besonders den Rändern, so einen richtig schönen benutzten Vintage-Look verpasst. Das habe ich dann auch ein bisschen noch in der Mitte gemacht und überall, wo mir das gefallen hat. Da könnt ihr dann selber entscheiden, wie stark, also gebraucht ihr das aussehen mögt. Und dann könnt ihr einfach ein bisschen rumtupfen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das Ganze jetzt noch ein kleines bisschen weiter ausdekorieren, so wie ich zum Beispiel. Ich habe mir jetzt hier noch ein paar schöne Bänder, eine kleine Sonnenblume und ein Blatt aufgeklebt. Und dann ist euer wunderschönes Landhausschild auch schon fertig. Ich finde, es ist super süß geworden und eine wirklich schöne Herbst-Deko-Idee. Und man kann das ganze Schild dann aufhängen oder man kann es sich aber auch schön hinstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keins meiner Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!